Hi zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Halloween-Make-up dieses Jahr. Und ich bin sehr, sehr excited, mit euch mit diesem Look zu beginnen. Ich verlinke es euch hier oben sowieso nochmal, das Video, weil das Make-up wird auf jeden Fall schon online sein. Aber ich wollte so ein bisschen was Intensiveres an Augen-Make-up haben. Ich werde heute mit euch als kleines Déjà-vu an meine damaligen Halloween-Make-ups einen Make-up-Look drehen, den ich schon mal gemacht habe. Aber wir machen ihn heute in einer anderen Form. Und zwar werde ich ein Spider-Face für euch kreieren. Ich habe mir aber überlegt, dass ich gerne hier in dem Bereich oder hier in dem Bereich am Mund eine Spinne machen würde, die so aus dem Mund rauskrabbelt. Aber das Einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Eyeliner. Ich habe jetzt zwei verschiedene, weil ich nicht weiß, ob der überhaupt noch malt. Ich habe einen schwarzen Kajal. Ich glaube nicht, dass ich den brauche, aber wenn die beiden von der Farbe her katastrophal sind, brauche ich den. Und was ihr auch noch braucht, ist ein weißer Eyeliner, der eigentlich vielleicht auch gut malt auf schwarz, weil das ist ja important, dass ihr damit ein bisschen malen könnt. Und ihr braucht ein bisschen grauen oder schwarzen Lidschatten, den ihr so ein bisschen ringsrum schattieren könnt. Das mache ich aber persönlich ganz zum Schluss. Und worauf ich heute auch noch Lust habe, ist so ein bisschen dewy das Ganze zu machen, denn ich dachte mir, ich mache so einen leichten Wet Hair Look. Ich habe eben zu dem Make-up was ganz anderes auf meinem Kopf gehabt an Haaren, also wirklich Locken, so ein Tuch, was ich mir umgebunden habe, was ganz, ganz anderes. Und deswegen dachte ich mir, habe ich gerade so ein bisschen Bock auf so einen Wet Hair Look. Ich finde, das passt ganz gut zu der Thematik und vor allen Dingen auch gut zu dem Look. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Ich habe euch ein bisschen reingeholt. Ich werde die Linien auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mit dem schwarzen Kajal vorzeichnen, um mal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Den ersten Step, den ich mache, ist, ich werde jetzt die ersten Beinchen aus meinem Mund rausmalen. Ich hoffe, ich komme nicht allzu oft mit dem Spiegel in die Kamera, weil ich muss was sehen. Nachdem ich mir das so einigermaßen in diesem Bereich hier vorgemalt habe und es noch null so aussieht, wie es im Endeffekt aussehen soll, ich nehme jetzt meinen ganz normalen Eyeliner und werde die Beine, die ich gerade gemalt habe, intensiver malen und ein bisschen kantiger als gerade. Nachdem das Ganze gerade sehr, sehr cringe aussieht und überhaupt nicht so aussieht, wie ich es in meinen Gedanken habe, ist aber nicht so schlimm, weil wir das noch hinbekommen werden, werde ich jetzt erstmal auf die Spinnenbeinchen so kleine weiße Spiegelungen setzen, indem ich einfach weißen Eyeliner zwischendrin darauf reinarbeite. Ich werde jetzt so einen ganz, 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 ganz dünnen Pinsel nehmen, in einen dunklen Lidschatten gehen und den außen hin ausarbeiten, als wenn das ein Schatten wäre. Und dann mit so einem kleineren Pinsel so ein bisschen ausblenden. Das sieht doch definitiv schon mal besser aus als gerade eben. Ich werde mir jetzt, glaube ich, auf diese Seite hier eine Spinne malen. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen. Ich fange wieder mit meinem Kajal an und werde mir Stück für Stück das Ganze aufmalen. Leute, wir sind einfach schon bei 16 Minuten. Halleluja. Thank you.
Ich finde, das sieht gerade noch ein bisschen aus wie ein Käfer, aber wir verwandeln das jetzt zu einer Spinne. Und das Erste, was ich wieder mache, ist, ich arbeite wieder mit meinem Eyeliner und werde das Ganze jetzt erstmal ausfüllen und nachmalen, wie ich es gerade auch gemalt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe es jetzt nicht komplett ausgefüllt, weil ich unterhalb sowieso noch mit Schatten arbeiten werde. Ich gehe aber jetzt nochmal in den Eyeliner rein, weil mir das noch nicht schwarz genug ist. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was ich gerade noch gemacht habe. Ich bin außen so ein bisschen in die Ränder gegangen, dass es so ein bisschen aussieht, als hätte die kleine Spinne auf meiner Wange Haare. Jetzt werde ich, glaube ich, wieder mit Weiß arbeiten und danach wieder schattieren, damit das Ganze ein bisschen realer aussieht. So, ich werde oben jetzt auch noch einen weißen Punkt reinmachen und das Ganze gleich so ein bisschen dunkler schattieren, weil das ist mir ein bisschen zu knallig weiß. Nachdem ich das gemacht habe, mache ich dasselbe wie eben auch schon und fange jetzt an, mir Schatten zu bauen und das Ganze ein bisschen auszublenden. Ich glaube, das ist eines der einfachsten Halloween-Looks, die ich jemals gemacht habe und die ich hier machen werde. Ich mag diesen Look ultra, ultra gerne, vor allen Dingen, weil es mich so ein bisschen zurück an die Zeit erinnert, wo ich halt mit Halloween-Tutorials angefangen habe. Und ich bin auch schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist so ein Gloss aufzutragen, damit das Ganze so ein bisschen dimensional höher aussieht, wenn man das so sagen kann. Deswegen trage ich den Gloss genau da auf, wo ich halt die Beinchen gemalt habe. Und ich würde sagen, das war's auch schon. Ich bin gespannt auf eure Looks. Bitte, bitte sendet mir auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas von meinen Make-up-Looks nachkreiert, Bilder. Ich freue mich immer super dolle, wenn ich sehe, dass ihr die Halloween-Reihe feiert, weil wirklich super viel Arbeit da drin steckt. Ich weiß, das ist jetzt das einfachste von allen Videos, die hier kommen wird in der ganzen Halloween-Zeit. Aber ich hoffe, dass ihr es trotzdem feiert. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.